Ja, aber ich habe auch Freude an dem! Simon und ich testen heute etwas, das unserem Niveau entspricht. Und zwar wieder ein Kindertoy. Wir haben hier das Set, das verschiedene Perlen drin hat. Am Schluss ist es wie die hitzefreie Version von diesen Bügelbildern, die man aus der Kindheit kennt. Ihr habt hier ein Raster. Ihr habt hier Kügel. Die Kügel tun hier in das Raster rein. Und dann tun das mit Wasser beträufeln. Und nachher kleben die Kügel zusammen. Hat es da noch so einen Pistolen, oder? Richtig. Zudem haben wir hier noch so Vorlagen, die wir aber nicht benutzen werden, weil Simon und ich uns zu höheren Berufen fühlen. Und der Armin hinter der Kamera uns eine Challenge vorbereitet hat. Armin, könntest du uns bitte zeigen, was wir machen sollen? Ich kann hier einen Schmetterling machen. Ja, ja, das schaffe ich locker. Fuck. Nein, ich habe es schon verkackt. Leute, stopp. Fuck! Ja, gut. Das ist gut. Das ist aber unfair. Er hat wirklich etwas Maschinelles. Wir sind in der Hälfte der Zeit. Nein! Was in der Hälfte der Zeit? Wir haben gar keinen Timer gesetzt. Was ist der Scheiß? Fuck, fuck, fuck. Gott, da bin ich! Ich weiß nicht, was das ist. Nein! Das ist so ein Scheißdreck. Das soll ab Gott, da bin ich hier sein! Also, ich gebe auf. Ich habe gewonnen. Jetzt weitermachen oder habe ich einfach gewonnen? Nein, man sieht, wie es etwas aussieht. Es macht mich so hässig, das Zeug. Es macht mich so hässig. Was ist? Was schaust du so geschissen? Wieso ist die Kamera so geschissen auf mir? Weil du so langsam bist. Also, komm, nächste Aufgabe. Ist mir jetzt gleich. Was? Ich bin ruhig. Ich habe so ein Anfangsding gebraucht, das einfach... Ist gut. Okay. Next. Wie so ein trauriger kleiner Narzisst. Ey. Für alle da draußen, die den Armin noch nicht kennen. Ja. That's him. Er hat sogar Fake Freckles in den Fritten. Liegen in einem Blumenmeer. Mhm. Ich habe schon angefangen, leider. Aber es... Nein, das ist unfair. Mhm. Das ist nicht Hautfarbe. Das ist gestanden! Auf der Packung! Ich zeige es nachher. Das ist mild, recht rassistisch. Es wird etwas schwierig, zwischen den Augenbrauen und deinen Augen zu unterscheiden. Nein, ich habe jetzt schon gewonnen. Sorry, zieh es da rein. Darf ich deine Hautfarbe hier auch klauen? Jetzt machen wir das ins schmale, immer kritische Mühle. Ja, mir ist ein Auge verrutscht. Das kann mal passieren. Armin hat sogar dein Gesicht geschmälert. Das ist der Hals, der etwas brüner ist, weil er hat vergessen, den Ferry einzucremen. Wo sind denn die Freckles, die er sich so mühsam aufgemalt hat? Was für Freckles? Was zur Hölle sind Freckles? Ich muss jetzt schon erst mal festigen. Das ist jetzt eben eine Technik, und das ist eine professionelle Technik, die ich noch hier mache. Hier gibt es eine erste Festigung, sage ich jetzt mal. Das ist eine erste. Armin, bist du zufrieden mit dem? Das ist doch jetzt einfach auch. Ich muss noch mal schnell den. Wo ist jetzt dein Föhn? Nein, nein, Simon, nicht jetzt! Nein, nicht jetzt. Wehe! Ich tu das schnell da einfach da, aber das geht schon nicht kaputt. Paff! Ich würde gerne festhalten, dass es Leute an diesem Tisch gibt, die sich wirklich Mühe geben, mit sorgfältiger Handarbeit ein Porträt von einem geliebten Mitarbeiter zu erstellen. Aber es ist auch schwierig, so viel Style in so wenig Kügel festzuhalten. Hey! Hä? Wie im Simon sieht es einfach aus, als wäre eine Packung Smarties explodiert. Nein. Ja, mach jetzt schnell Pause, dass das Zeug hier da trocknen kann, damit ich nachher die nächste Challenge wenigstens gönne. Also der Starmin, das sind die zwei Eigli, sein kleine Mühle. Und da ist noch die Blumenwiese. Das ist das T-Shirt und das ist der Hals, der ein bisschen brüner ist, weil er vergessen hat, sich eingecremen am Hals in der Ferien. Jetzt zu einem selbsterklärenden Bild, wo man nicht sagen muss, wo die Augen sind. Aber was genau ist das? Das sind die Augen. Wollen wir den Arm mal vorholen, zum Vergleichen? Kommst du jetzt mal da hin? Was? Das ist ja klar, oder? Armin. Schau! Identisch! Ja. Man weiß gar nicht, wo der Unterschied ist. Also kannst du wieder hindern. Ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Ja. Also! Nein, ich habe gewonnen! Du bist aber auch... Ich muss dazu sagen, ich will noch ein Fazit machen, jetzt allgemein. Ich bin kein grosser Fan von diesen
Kopfhörer vom Dr. Dre, aber lieber Beats als Aquabeats. Ne? Habe ich mal erzählt, dass ich, wo ich im Ausgang bin, irgendwie im Ausgang zwei TikToks in die Uhr gesteckt habe. Und die nachher nicht mehr rausgebracht haben. Also jedes Jahr eins? Ja. Du hast nicht einmal gedacht, dass du vielleicht erst mal mit einem Mal anfangen kannst? Ja. Ich habe einfach zwei TikTok reingestopft und im einen ist es nicht mehr rausgekommen. Und wieso dann, überhaupt? Ich weiss es nicht. Ich weiss es echt nicht.